Heute werde ich die krassesten StumbleGuys-TikTok-Mythen prüfen. Und ich kann euch eine Sache sagen. Ich hätte niemals gedacht, dass manche Tricks davon wirklich funktionieren. Okay, Leute, ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal an mit dem allerersten TikTok. Auf geht's. New Glitch. Okay, neuer Glitch. All the settings. Okay, wir müssen diese ganzen Sachen kopieren. Also Sprache auf Englisch, Server auf Indisch. Okay. Sound ganz runter, Musik ganz runter. Schatten aus. Dynamik, Control Settings und Control Device Touch. Okay. Start a game. Eine Runde starten, okay. Jetzt bin ich gespannt. Eieiei. Okay. Was glaubt ihr, Freunde? Was wird jetzt passieren? Lasst jetzt mal ein Like da und abonniert auch natürlich den Kevin-Spiel-Kanal und schreibt es in die Kommentare. You will spawn in front of the finish line. Was? GG. OMG New. Was? Okay, das testen wir jetzt mal. Okay, Leute, wir sind jetzt in StumbleGuys drin und wir machen jetzt einmal alles direkt nach. Also wir sollten in die Einstellung gehen. Die Sprache müssen wir einmal umstellen auf Englisch, okay. Die Server müssen wir einmal umstellen auf Indisch. Bruder, schau euch das mal an. Einfach so ein 185er Ping. Okay, und Sound und Musik muss ganz runter. Die Schatten müssen aus. Spielernamen müssen auf jeden Fall an. Die Settings müssen auf Dynamisch. Und Control Device muss auf Touch, okay. So, dann haben wir eigentlich an sich alles übernommen und wir sollen jetzt in eine Runde reingehen. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob das funktioniert. Okay, das lädt jetzt erstmal. Also, wenn das klappt, dann müsst ihr alle ein Abo da lassen und testet das auch mal selber aus. So, welche Map haben wir? Okay, und jetzt müssen wir direkt am Ziel spawnen, oder was? Hä? Digga, ich bin direkt einfach hier gespawnt. LOL. Bruder, es funktioniert einfach wirklich. Hä? Digga, WTF. Okay, wir kommen direkt zum nächsten Trick. Okay, Leute, der erste Mythos ist bestätigt. Wir sind beim nächsten TikTok. Mit diesem Trick kannst du einfach ein Special Skin bekommen. Du musst dafür einfach nur in dein Spind gehen, dann musst du den normalen männlichen Skin auswählen und dann die Farbe auf schwarz stellen. Wenn du das gemacht hast, gehst du jetzt zu deinem Shop und wählst jetzt epische Skins aus und dort machst du 9 Umdrehungen und dann kommt ein Special Skin. Schaut's euch okay an. Komm, mit den letzten 2 Spins musst du noch ein Special Skin kommen. Oh mein Gott, er ist gekommen. Oh yeah. Was? Okay. Okay, Leute, wir sind wieder in StumbleGuys drin. Wir gehen einmal auf Personalisieren, gehen auf den Standard-Skin, gehen auf Auswählen und stellen die Farbe jetzt auf Schwarz. Das war ja, glaube ich, alles, ne? Jetzt sollen wir mal zurückgehen und dann einmal ins Geschäft. Und jetzt sollen wir tatsächlich 9-mal das epische Glücksrad drehen. Okay. Bin gespannt. Was glaubt ihr? Werden wir es schaffen? Ja oder nein? Stimmt jetzt mal ab. Okay, das ist jetzt der erste Spin. Wir zählen die Spins einmal mit. Beim 9. Spin soll es tatsächlich passieren. Das ist jetzt der 2. Spin. Ihr wisst ja, ich habe tatsächlich schon eigentlich fast alle Special Skins, aber trotzdem. Das ist jetzt der 3. Spin. Wir spulen jetzt mal ein bisschen vor. Okay, der 4. Spin war auch nichts. Der 5. Spin ist ein legendärer Skin. Okay. Und der 6. Spin, ein epischer Skin. Spin Nummer 7. Auch nichts. Okay. Oh, fast, Digga. Das war der 8. Spin. Okay, und jetzt Spin Nummer 9. Was? Okay, warte mal. Das war doch safe eine Fehlanzeige. Also, ich glaube, der hat vergessen noch zu erwähnen, dass man sich 2-mal im Kreis drehen muss. Eine Sekunde. Also, passt auf. Wir drehen uns jetzt nochmal 2-mal im Kreis und spinnen dann noch ein einziges Mal und dann wird sicher ein Special Skin kommen. Okay. Also, 1 und 2. Okay, und wir drehen jetzt ein einziges Mal. Okay, und Bruder, gönn! Bruder, gönn! Oh! Was? Hä? Digga, es hat echt geklappt! Digga, 10.000 Likes. Nächster Mythos, auf geht's. Okay, Leute, wir sind beim nächsten Mythos und jetzt schaut euch mal das an, Digga. Er ist hier einfach in StumbleGuys auf Bombardement. Und er springt hier einfach... Digga, er springt einfach auf den Bomben rum. Hä? Bruder, als ob das funktioniert. Okay, wir testen es aus. Okay, Freunde, es geht los. Das heißt, ich werde mich jetzt direkt hier gleich zu so einer Bombe bewegen. Aber ich muss ja gucken, dass sie in dem Fall... Warte mal, wie mache ich das denn jetzt am schlausten? Die darf ja eigentlich nicht direkt explodieren. Ich muss ja jetzt hier auf die Bombe... Ah. Digga, wie soll ich das denn machen, ja? Ja, Bruder! Hä? Es...
Warte mal, ich gucke mal ganz kurz auf YouTube, dass es wirklich geht. So, Freunde, also, ich habe jetzt gerade eben tatsächlich mit StumbleGuys Pros gesprochen. Ich kenne ja noch von ein paar Monaten einige StumbleGuys Pros, mit denen ich auch ein bisschen gezockt habe. Und die haben zu mir gesagt, dass das tatsächlich nicht möglich ist, dass das so eine gemoddete Map ist. Und ja, deswegen, diese Sache geht nicht. Lüge. Okay, Leute, nächster Trick, beziehungsweise nächster Mythos. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Glücksrad? Special... Was? Hä? Nein. Bruder, nein. Niemals. Hä? Der hat ein Glücksrad mit nur Special Skins. Der ist doch safe gemoddet. Warte mal, ich guck mal kurz in meinen StumbleGuys. So, Leute, ich bin jetzt hier einfach mal in den Shop reingegangen und ihr seht... Warte mal, Special Wheel? Hä? Ich habe auch so ein Glücksrad. Aber das ist irgendwie anders. Hä, meins muss ich so richtig kaufen. Fünf? Was, Digga? Wie teuer ist das? WTF, ich kann nur einen Spin machen. Was? Bruder, das ist das krasseste Glücksrad der Welt. Oh mein Gott, Digga. WTF, Digga. Hä? Lol? Okay, Leute, wir sind jetzt beim letzten Mythos angekommen. Und zwar testet er jetzt hier, wie jeder von euch einen roten Namen StumbleGuys bekommen kann. Also ihr wisst ja, dass tatsächlich eigentlich nur YouTuber so einen roten Namen StumbleGuys haben. Also Content Creator, zum Beispiel ich oder Lukas hat einen roten Namen. Da Blumex auch, Seville auch. Und er schreibt jetzt hier so Color gleich Doppelpunkt, gleich Red und dann so komische Zeichen. Und dann so GL und dann Color gleich Blue. Was macht der denn da? Und dann wieder irgendwas? Konso. Was? Okay, warte mal. Ich teste das mal auf meinem Account. Okay, Leute. Ich habe jetzt extra meinen Namen wieder weiß gemacht, um das Ganze zu testen. Ich bin gespannt, ob es wirklich funktioniert. Okay, also wir geben jetzt mal unseren Text hier ein. Also, das war so. Color gleich Red. Zack. Und dann... WTF! Lol, ihr seht, mein Name ist jetzt hier bereits rot. Oben ist er immer noch weiß. Und wir gehen jetzt einmal auf Annehmen. Ha! Digga, jetzt ist mein Name wieder rot. Okay, Spaß beiseite, Freunde. Natürlich haben die ganzen Mythen hier leider nicht funktioniert. Aber ich hoffe trotzdem, dass ihr das Video witzig fandet. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und tschüss!